Guten Morgen. So. Wir sind gleich in Erfurt. Wenn wir dann uns durch einen Stau gekämpft haben, der jetzt 5 Minuten mit 5 Minuten 20 Sekunden angezeigt wird. Dann trefft uns auf der Messe. Ach nee, dann habt ihr uns ja schon getroffen. Genau. Hier, das Video, ihr seht, ist ja schon wieder Mittwoch. Dann ist ja unser Urlaub auch schon wieder Geschichte. Auf der Autobahn stehen wir heute. Die Ausfahrt, dann biegen Sie rechts ab. Oh, oh, oh. Ja, das hatte ich, wollte eigentlich vor dem Öffnungszeit da sein, aber das hat wieder mal nicht geklappt. Da wärst du um 6 aufgestanden und nicht erst um 7. Ich sag jetzt nichts dazu. Gut, aber die Städtereise, die wir so gemacht haben, war gar nicht so schlecht. Wir haben außer Twistesee Paderborn kennengelernt, waren wir noch nie. Melsungen. Ja. Und Oelde. Oelde. Also das mit der Brauerei Pitz, ne? Ist empfehlenswert, hat einen Stellplatz, habt ihr ja mitbekommen. Und Voranmeldung für das Spanferkel-Essen oder Buffet sollte man machen. Also wir waren begeistert. Ja. Melsungen natürlich, um 5 waren die Straßen hochgeklappt, dort Steige. Ein wunderschönes Städtchen. Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Wir sind bewusst mal Landstraße wieder gefahren, gell? Und wieder was Tolles kennengelernt, das Fulda-Tal. Also wo der Fluss Fulda fließt. Auch wieder so eine tolle Geschichte. Schön anzusehen. Und jetzt rechts ab. Und jetzt im Herbst erst recht. Ja, es sind ja noch die bunten Bäume. Das macht schon viel her. Ja. Aber davon werden wir nächstes Jahr sicherlich mal ein bisschen mehr sehen, weil wir haben schon beschlossen, dass wir dort noch mal hinfahren werden. Also, bis auf die Messe. Ich werde sicherlich heute mal ein kleines Video von der Messe hochladen. Bis bald. Wenn Sie es sehen, hast du es schon hochgeladen? Vielleicht nehme ich das mit rein. Ach so. Bis später. Erfurt ist übrigens die erste größere Messe in Deutschland aus dem Caravan-Bereich, die nach Düsseldorf stattfindet. Und hier mit den Farben des Herbstes. Hier sehen wir vorne den Reisemobilstellplatz, wo die Aussteller teilweise und auch Besucher stehen, wir unter anderem auch. Und hier der gut gefüllte Parkplatz. Davon gibt es 4 Stück in der Umgebung und die sind alle voll. So ist uns das jetzt mitgeteilt worden und es herrscht eine rege Betriebsamkeit. Also ich sag's mal so, das Interesse am Thema Caravaning, Reisen, Wohnmobile, Wohnwagen ist sicherlich noch sehr stark vorhanden und ich denke, das wird auch noch die nächsten Jahre so anhalten. Ja, die Wohnmobilfreunde, nochmal ein Eindruck so aus der zweiten Etage auf die Messe.
Ich muss sagen, die Erfurter Messe mausert sich mittlerweile. Wenn wir gerade jetzt hier so in dem Bereich hier gucken, sehen wir doch, dass eine ganze Menge Zubehör mittlerweile auch da ist. Diese Stände sind auch gut besucht, man kann was kaufen. Und das war so die Jahre vorher wenig oder fast gar nicht der Fall. Die Trennung von der Fahrradmesse und dieser Reisemobilmesse tut dem schon ganz gut, weil jetzt noch eine Halle komplett mehr ist und damit ist natürlich auch diese Verkaufsaktivität möglich. Man hat noch einen zweiten Catering-Bereich geschaffen, was ich auch als sehr gut empfinde. So entspannt sich die Situation doch sehr deutlich mit dem einen, was früher war im Reisebereich. Ja, wir haben durchaus schon viele interessante Gespräche gehabt, wo auch sicherlich wieder im Nachhinein noch was herauskommt für uns und dann letzten Endes auch für euch. Ja, und ja, so soll es ja auch sein. Ich finde es mittlerweile lohnt sich jetzt auch langsam die Erfurter Messe. Wir müssen natürlich sagen, hier sind die Hersteller nicht involviert. Es ist eine reine Händlermesse, aber die kriegen natürlich entsprechende Werksunterstützung, wo dann entsprechende Modelle auch abgerufen werden können, wenn es diese dann noch geben sollte. Zumindest habe ich es bei einigen Händlern schon so erlebt. Ja, kommt einfach her, noch ist ein Tag Zeit. Der Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr sind die Messehallen geöffnet. Für die Beine, ja. Was fürs Herz. Also, Herz. Wie ihr ja mitbekommen hatten, hatten wir ja gestern unseren 33-jährigen Hochzeitstag. Schrecklos noch. Und nein, alles wir gut. Haben keine Kosten und Mühen gespart. Wir haben die Traumtour-Blogger eingeladen zu einem Wohnmobilkonzert. Nein! Sie machen es freiwillig. Ja. Und es geht auch, aber du schaust keinen Hut rum. Nein. Trotz, dass ich auch so einen coolen Hut habe. Ich suche noch. Ich hab, ja, gut. Das können wir hier rausschneiden. Hast du jetzt was so ganz tief in der Schatulle gefunden? Ja, irgendwie bestimmt immer. Im Lauf der Zeit, im Lauf der Zeit. Ah, ah. Die die Augen groß, die Herzen weit. Ah, ah, oh. Im Lauf der Zeit, im Lauf der Zeit. Im Lauf der Zeit. Ich und du. Herzschmerz. Zwillingsweisen aus Seen. Ich halt die ganze Zeit über auf dich zu. Mit dir fängt mein Leben an. Denn du bist Musik, die die mit dem Herzen sieht. Ja, gar manchmal nicht schon. Weiß, wie ihr geschieht. Könnte aber auch manchmal Fiss-Moll sein. Mehrfach. Du bist die Musik, die mit dem Herzen geht. Ich weiß, wie es geschieht, dass durch sie alles erblüht. Im Lauf der Zeit, im Lauf der Zeit. Oh, 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 die Augen groß, die Herzen weit. Im Lauf der Zeit, im Lauf der Zeit. Im Lauf
Sandras deine Heiterkeit auf mich zu. Erfasst mein Herz. Also bitte, wir sitzen noch hier. Kann ich doch nicht dafür. Okay. Also ich setze auf die Blaubeere. Weil es dich gibt. Genau, die Kiwi. Du bist Musik. Ich bin verliebt. Das Leben ist schön.